Hallo liebe Freunde der Filmfotografie, herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute mal ein ganz anderes Video, als ich das sonst mache. Denn manchmal, da erlebt man so im, ich sag jetzt mal Testeralltag, so ganz drollige Herausforderungen. Und die, heute vor mir liegt, die fand ich dann zumindest so spannend, dass ich gesagt habe, ich nehme euch einfach mal mit. Bei mir ist ein neues Objektiv, das ich gerade dabei bin zu testen, bei wunderbarem norddeutschen Schmuddelwetter. Und dieses Objektiv kauft man sich in erster Linie vermutlich, weil man offenblendig fotografieren will. Also die Aufgabe für heute, zwei Rollen Film, 100 mm Brennweite, Blende 2.8 exklusiv. Und Streetfotografie. Ja, das wird eine nette Herausforderung und ihr seht alle Bilder von den beiden Filmen, inklusive dem ganzen Ausschuss. Wie viel das sein wird, das weiß ich jetzt noch nicht, werden wir gucken. Und dann könnt ihr ja mitraten, welche drei, vier Bilder es dann nachher in den eigentlichen Test schaffen. Also, hier nochmal das Objektiv. Die Vorstellung, die kommt dann in den nächsten Tagen. So, und jetzt geht's ran an die Bilder.
Wie ihr sehen konntet, ist auch bei mir, wenn ich solche Aktionen dann mal mache, jede Menge Mist dabei. Also viel auszusortieren. Aber es ging ja auch nicht darum, große Kunst zu schaffen, sondern ein paar Beispielbilder zu haben, die die Charakteristik von dem Objektiv ganz gut wiedergeben. Und dann vor allen Dingen auf Film. Da muss man manchmal einfach auch schnell und viel schießen, damit dann einfach ein bisschen verwertbare Sachen, wo die Sachen zu sehen sind, die man zeigen will, auch dabei sind. Seid also gespannt auf das Vorstellungsvideo und bis dahin, wie immer an dieser Stelle, habt Spaß, schießt Film und tschüss, bis zum nächsten Mal. So, eine Kleinigkeit noch, bevor ich wirklich raus bin für heute. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann nehmt euch die 2 Sekunden Zeit und drückt da unten mal eben auf diesen Abonnieren-Button und am besten auf die Klingel daneben. Dann nämlich werdet ihr informiert, immer wenn es hier neue Videos gibt. Dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden, was hier auf dem Kanal so passiert. Naja, und interessante Inhalte gibt es dann dazu. Wenn ihr Lust habt, mal was im wirklichen Leben zu unternehmen, dann geht mal rüber auf meine Webseite pixelandgrain.de. Da findet ihr Informationen über meine Workshops. Die gibt es in der Dunkelkammer in Jever und immer mal wieder quer durch die Republik in ganz, ganz verschiedenen großen Städten. Und dann freue ich mich darauf, euch vielleicht mal ganz real in der Wirklichkeit begrüßen zu können. Ja, das war's für den Moment. Ich bin raus. Bis zum nächsten Video. Tschüss.